Hinter der guten Laune lauert die Anspannung. Hier geht's gleich runter, auf diesen Brettern. Der Rechte sitzt gut. Also Taktik ist? Gut aus. Hohe Ziele auch bei diesen zwei aus Teißendorf im Berchtesgadener Land. Wir haben nicht mitgefahren, aber drum gewinnen wir die ganze Sache. Da wir Ski erfahren haben, weil wir fahren alle im Skiteam, haben wir Zuversicht, dass wir das heute da rocken. Vorher startet der amtierende Weltmeister Michael Gstatter aus Ruhpolding. Wenn er gewinnt, steht er im Finale. Fertig! Los, der Stacke! Ganz rechts rauscht er durch und gewinnt souverän. So ein Hund! So ein Hund! Hey. Bei den zwei Teißendörfern, rechts neben der Fahne, wird es gleich nicht ganz so glatt laufen. Passdauben sind eigentlich die Bretter, aus denen Holzbierfässer gemacht werden. Aber sie sind auch die Urform der Alpinski. Denn früher sind die Leute im Gebirge mit den Fassdauben die Hänge runtergefahren. Wir sind eine der ganz wenigen Brauereien, die das Bier immer noch ins Original-Holzfass abfüllen. Und dann haben es wir als unsere Aufgabe gesehen, dass wir diese alte Tradition wiederbeleben. Jetzt aber der Vorlauf mit unseren Teißendorfern. Es läuft, naja, so mittel. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter. Trotzdem, die Stimmung bleibt gut. Genau. Das sind Sieger der Herzen. Genau, die erste Wohin. Ja. Das muss ich auch einer machen. Und dann das große Finale. Starter aus Italien, Österreich, England, aus Bayern sowieso und sogar aus Baden-Württemberg. Wer wird Fassdauben-Weltmeister 2019? Da ist der Weltmeister, meine Damen und Herren. Den haben wir schon einmal im Ziel. Das Rennen macht Julian Fleischer aus Fraßdorf im Landkreis Rosenheim. Und links von ihm strahlt der geschlagene Titelverteidiger. Michael Gstatter holt immerhin noch den dritten Platz.